Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch den Mop der Firma Norwex vorstellen. Bereits beim Teleskopstiel beginnen die Unterschiede, aber das zeige ich euch jetzt etwas genauer. Durch Drehen kann die Länge vom Teleskopstiel verlängert bzw. der Größe angepasst werden. Neu und besonders für mich war dieser Gummiknauf, der mich doch sehr an einen Stab beim Walken erinnerte. Aber schaut selbst. Wenn man eine Pause einlegen möchte beim Wischen, würde man den Mop doch einfach an die Wand legen, oder? Anders bei diesem Teleskopstiel. Und jetzt kommt der besondere Knauf zum Einsatz, der eine ganz andere Haftung an der Wand hat. Die Mop-Basis macht den Mop schon fast einsatzfähig. Die Mop-Basis ist aus Aluminium hergestellt. Seitlich sind Kunststoffverstärkungen angebracht, welche Wände und Möbel schützen. Durch den Klettverschluss auf der Unterseite lässt sich der Bezug ganz einfach und schnell befestigen. Wozu sind die beiden Mop-Bezüge? Der blaue Mop-Bezug, blau wie Wasser, ist also für die Feuchtreinigung oder Nassreinigung gedacht. Der gelbe Mop-Bezug, gelb wie die Sonne, ist zum trockenen Nachwischen. Der Luxus-Mop-Bezug zum Nachtrocknen besteht aus 100% Mikrofaser. Der blaue Mop-Bezug für die Feuchtreinigung besteht wieder aus Mikrofaser mit Norwex Backlock-Technologie, also mit eingearbeitetem Mikrosilber, welches die Selbstreinigung unterstützt. Das heißt also, wir kommen wieder ganz ohne chemische Reinigungsmittel aus. Einfach durch die Norwex Backlock-Technologie. Umweltschutz beginnt zu Hause. Ergänzendes Zubehör wären die Mop-Gummibürste und der Mop-Bezug für Fliesen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet, wenn ich Geheimnisse aus meiner Küche zeige. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss!